Wunderbares, herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter der 1 bis 4 und wir befinden uns heute mal am Anfang in der Winkelgasse. Und zwar habe ich gesehen, dass ich mehrere rote Scheine zur Verfügung habe, um diese zu kaufen. Und das möchte ich jetzt auch mal machen. Problem ist, ich weiß nicht wo das ist. Ich glaube hier. Nein, das ist das Cheat-Menü. Obwohl, was ist das hier? Ach, kann ich hier Zauber kaufen? Oder sind das... Aha. Sieht sehr lustig aus. Da komme ich mal später drauf zurück. Jetzt möchte ich aber erstmal die roten Steine mir besorgen. Problemo ist, ich weiß nicht, wo die sind. Hier, bei den Eulen war das, glaube ich. Ja, Tatsache. Mal gucken wir mal, was wir jetzt hier zur Verfügung haben. Oh, das sind einige neue. Silhouetten? Nein. Nein. Vom Fall. Das klingt gut. Sehr gut. Was hat man geht? Haben wir schon. Was ist das? Schnell graben. Da ist das, das. Und den Rest haben. Das ist gut. Also haben wir jetzt. Wenn wir einmal extra gehen. Hier einmal Geisterstadt. Einmal schnell graben. Die Fühler lassen wir wieder aus. Und vom Fallen gerettet werden. Sehr gut. Sehr schön. Da haben wir es jetzt auch. Und jetzt will ich gucken, was diese anderen Zauber waren. Weil ich meine, ja, wir haben noch genug Geld. 900.000. Jetzt gucke ich mal hier. Akio. Der kostet 4 Millionen. Och du Scheiße. Ah, da brauche ich bald einen Multiplikator. Ach du Heilige. Okay, wir können ja mal einen billigen kaufen. Der billigste bisher. Okay, das war 30.000. 10.000. Okay, 10.000 scheint der billigste zu sein. Ich nehme mal. Nehme ich den großen oder den kleinen Kopf? Ich glaube, ich nehme den. Ich nehme den kleinen Kopf. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was die gemacht haben. Redactum Scholus. Okay. Das ist cool. Da komme ich mir später mal alle von. Das ist lustig. Das sind solche Nebenzauber. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Zauber gehen. Ja, da wechselt der durch tatsächlich. Das ist cool. Okay, das heißt, wir haben später einen Haufen an Zauber, die wir gar nicht brauchen, aber cool sind. Okay. Gucke ich mal, dass ich bald irgendeinen Stat-Multiplikator freischalte. So, und jetzt können wir endlich mal die Harry Potter-Geschichte offiziell fortsetzen. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Wir sind ja jetzt in Jahr 3. Gut, wir sind hier. Ich glaube, ich war hier schon, aber ich habe hier die Dingens. Hab ja gespeichert, deswegen. Oh, hier kommen wir immer noch nicht durch. Wo gehen wir dann lang? Oder was haben wir eigentlich vor? Gut, wenn wir jetzt. Ha! Aber es zählt kein Geld. Was? Die Geisterstats zählen in 1000. Oder. Ja, Tatsache! Oh, wie geil! Oh, das war cool. Ja, das hat sich ja voll gelohnt. Da kriegen wir ja Geld in. Jetzt lohnt sich das auch ernsthaft, diesem Fucker so hinterher zu rennen. Hä, ja, nice. Oh, das ist keine Cutscene. Okay, Schatte. Okay. Gibt's hier was Neues? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Gut. Jetzt sitzen auch die ganzen Golems vor der Tür. Warum? Okay, hier geht's weiter. Jetzt muss ich dem die ganze Zeit langsam hinterherrennen, weil ich meine, das ist gutes Geld, was der uns hier hinterlässt. So. Hier einmal durch. Und dann mal sehen, was uns erwartet. Also auf jeden Fall gerade Nacht. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht draußen sein. Die ja auch nicht. Bin gespannt. Und hier rennen sie mit Lumos rum. Wir könnten uns ja mal die Zeit nehmen und hier mal den Vielsafttrank zusammenbrauen. Da unten liegt ein Apfel. Und es sind Dementoren. Ach du Heilige. Wir haben noch gar nicht gelernt, wie wir uns gegen die verteidigen.
könnte Karotte an die zaubern. Ich glaube, das hilft. So, wo ist die Kirsche? Also bei den Geisterstats ist ja schon so ein kleiner Exploit. Aber er ist ja legal. Weil es ist ja im Spiel freizuschalten. Oh Gott, bitte lass mich in Ruhe. Ich kann mich noch nicht gegen die verteidigen, also. Greifen die mich überhaupt an? Also ich kann mich noch nicht gegen die wehren, dafür habe ich noch keinen Zauber. Also nein. So. Und wir haben unseren Vielsafttrank hier fertig. Jetzt können wir da runter und die Story fortsetzen. Da oben will ich immer noch hin, aber ich weiß nicht wie. Es sei denn... Ah ne, ich dachte, ich hätte hier oben einen Besen gesehen. Ja, den hier, aber mit dem kann ich nichts machen, ne? Also den kann ich nicht fliegen. Nein. Okay, schade. Ich hoffe, ich komme da irgendwann mal hoch. Oh. Na ganz toll. Ich dachte ja schon, der verschwört uns den Weg. Okay, jetzt dürfen wir, wie heißt der Pegasus nochmal? Ich glaube, das ist... Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Nee, das ist jetzt peinlich. Ich weiß den Namen von dem nicht mehr. Fox war der Phönix, das weiß ich. Aber wer war der Hippo? Moment, habe ich gerade Pegasus gesagt? Das ist ein Hippogreif. Ach du Scheiße. Ich weiß ja gar nichts mehr. Okay. Ich halte am besten mein Maul. Oh Gott, nein, 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 lass mich in Ruhe. Du Nuss. Was ist das? Alles klar. So, wer von denen kann graben? Ich glaube die Katzen, ne? Oh ja, das ist wirklich schnelles Graben. Das merkt man. Hey, ich wollte nur den Wichtel zaubern. Nice. Okay, wir brauchen Lumos. Einmal. Und jetzt haben wir schon ein Frettchen. Och nee. So, jetzt können wir das nehmen. Wir müssen das nach vorne bringen. Wir brauchen 3 Stück. So. Aber. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Warte, ich kann ja mal die Kraft des Internets nutzen und mal googeln kurz, weil, ne, das braucht man ja schon mal. Also Harry Potter, Hippogreif. So, und jetzt warten wir darauf, dass das Internet seinen Job macht. So, und wie heißt der? Seidenschnabel. Perfekt. Endlich. Ach, fuck. Okay, das war ein bisschen zu erwarten, dass es jetzt passiert. Aber es passiert mal. Mein Spiel ist bei dabei abgestürzt. Das heißt, es wird heute eine längere Folge. Kein Problem, wir haben ja noch nicht viel gemacht. Das geht alles fit. Da bin ich froh, dass noch nicht so viel passiert ist. Und es ist laut ohne Ende. Der Anfangs-Soundtrack ist immer so verdammt laut. Jetzt muss ich aber gucken, ich habe die
Ah, nee. Guck mal, die Sachen habe ich sogar. Gut, jetzt können wir hier nochmal kurz Geschichte fortsetzen. So. Das heißt, wir waren heute eine halbe Stunde voll, nehme ich an. Ärgerlich, aber es hätte schlimmer kommen können. So. Das kann ich wahrscheinlich eh rauscutten, also von daher. So, einmal hier lang. Einmal den Gnom aufregen. Und hier runter. Dann sind mir jetzt auch mal die Stats gerade ein bisschen egal. Ich meine, wir wollen ja heute noch die Folge fertig bekommen. So, der Vielsafttrank ist dann jetzt auch erstmal egal. So. Die Cutscene haben wir schon gesehen. Können wir die überspringen? Nein, sieht nicht so aus. Okay, schade. Also das ist jetzt der Seidenstapel. Das ist ein Hippogreif. Und der ist jetzt nett, weil Hagriding Fleisch gegeben hat. Also ist... In dem Fall ist es ein Frettchen. Ich weiß ja nicht, was so ein Hippogreif sonst noch alles frisst. Aber anscheinend füttert Hagrid dem sehr gern gebratene Frettchen. Delisch. So, das kennen wir alles schon. So, da brauchen wir Hermines Katze. Einmal graben. Und dann dürfen wir hier nochmal den Wichtel kaputt machen. Und dann müssen wir es aber schnell jetzt abmachen. Und dieses Frettchen nach vorne bringen. Damit uns nicht der Wichtel von hinten attackiert. So. Okay, hier geht's weiter. So, was ist das hier? Eine Kugel. Einmal zaubern und graben. Oh Gott. Okay, wir kriegen wieder eine Leiter. Okay. Was ist da oben? Oh, das ist einer dieser Nester. Und ein weiteres Frettchen. Okay, das bringen wir jetzt nach vorne. Oh Gott. So. Können wir es jetzt vorbeibringen? Ach komm. So, jetzt aber. Bitte. Danke. Dass er damit so langsam ist. Warum wird er noch angezeigt, dass ich graben kann? Da muss ich gleich mal gucken, ob ich da wirklich nochmal graben kann. Müssen wir mal gucken. Das war das dritte. Das zweite. Übersehen quasi. Aber das ist ja dann da oben auf der anderen Ebene. So, jetzt brauche ich Hermine und brauche mal ihre Katze. Oh, das war alles. Okay, Leiterspringen funktioniert nicht. Oh, wir haben einen Frosch. Wir haben einen Frosch. Was können wir mit dem Fisch machen? Können wir den zaubern? Nein, können wir nicht. Okay, schade. Obwohl, doch, das zeigt es doch an. Okay, anscheinend nicht, aber hier zeigt es an, dass ich den Fisch zaubern kann.
Wo muss ich den von weiter hinten anzaubern? Okay, dann halt nicht. Und ich bin wegen dem Fisch im Wasser. Ah! Hey, ich kann die doch zaubern. Das ist doch jetzt ein Scherz. Warum kann ich denn die da hinten nicht zaubern? Oder muss ich mich lange drauf fokussen? Ah, jetzt macht Sinn. So. Den Pilz machen wir größer und springen. So, das hat funktioniert. Ich finde es aber auch schade, dass Harry den Zauber nicht gelernt hat. Das hat massiv viel Geld gegeben. So, den Fisch. Ja, das ist 3 von 4. So, hier ist der andere Fisch. So, und ins Wasser. Und Belohnung dafür bekommen. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch ein paar Spinnennetze finden. Okay, wir können nicht mit Lumos an diese Frösche ran. Finde ich schade, weil ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir die Ranken wegmachen. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir hier heile. Ah, nicht so. Heile zurück ans Ufer kommen. Mit dem Frettchen hier. Sehr schön. Komm her. Danke. Wenn es jetzt verschwunden wäre, das wäre echt mega scheiße gewesen. Auf geht's. Bringen wir das Frettchen zu seinen Schnabel und Hagrid. Und zack. Seidenschnabel-Handhabung. Sehr schön. Ging goldene Steine dafür. 50 und... Okay, nur ein. Und Malfoy war jetzt sauer, weil er den Seidenschnabel aufgeregt hat und er ihn dadurch angegriffen hat. Das wird nicht gut auslaufen für Hagrid. Die Sache ist, können wir Seidenschnabel jetzt auch manchmal fliegen? Weil das wäre echt cool. Wenn wir zum Hippogreif hier einfach um die Schule fliegen könnten. So. Gut, dann würde ich auch sagen, das war jetzt eine lange genug Folge. Die ist jetzt schon fast 20 Minuten lang. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Hands up.